Ja, jetzt hat sogar die moderne Technik eingehalten bei LMC. Es gibt eine App und eine Box. Ihr könnt das ganze Fahrzeug wie beim Reisemobil fernsteuern. Und wir haben hier den Tandero 510e zusammen mit Nina Marketing, Leiterin von LMC. Und die Jan, die ist immer so geflecht, wenn die irgendwo reingeht. Und jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Die Qual der Wahl ist auch hier so, denn die Fahrzeuge sind gar nicht so viel teurer, wenn sie länger sind. Die Beratung. Nein, ja. Ich habe gerade zu ihr gesagt, ich habe ja hier jetzt alle Wohnmobile gesehen, aber wenn ich jetzt die Wohnwagen anschaue, das ist nochmal was ganz anderes. Ist auch schick, oder? Für mich, also mich spricht das sogar noch mehr an. Ja. Ja, weil die einfach so wohnlich sind. Ja, eins der Nachteil ist, viele sagen, ja, ich will auf den Stellplatz, also meine Kollegen, da darf ich denn nicht hin mit dem Wohnwagen, ist so. Ja, also auf den Campingplatz geht's. Ja, genau, es gibt viele Stellplätze, wo du mit dem Wohnwagen nicht stehen darfst. Ja, ich halt die richtigen Freunde aussuchen. Ich will davon auch. Ja, da sucht euch ein Land aus, wo es ja, eh keine Rolle spielt. Finnland, ja. Also das ist so. Ja, das ist ein Highlight, Nina. Du bist die Marketingchefin und ihr habt jetzt auch eine App. Das ist so ein bisschen wie bei Porsche. Ihr führt die Sachen erst dann ein, wenn sie richtig funktionieren, oder? Ach, das ist schön, dass du das sagst. Hab ich schön gesagt? Nee. Porsche macht nicht immer jeden, also nicht immer die schnellsten, aber wenn es dann kommt, dann funktioniert es. Also ich mache ja schon lange für Porsche. Ja, ist bei uns auch so. Also wir achten schon darauf, dass wir eigentlich was einführen, das dann auch funktioniert. Und dann sind wir eher ein bisschen zurückhaltender, auch wenn andere schon vorpreschen und sagen wir, warte mal, wir gucken nochmal ab, bis das alles rund läuft und dann. So, klemme ich mal auf. Das ist die Oberfläche von der App und das ist ein Tablet jetzt. Ja, das ist jetzt ein eingespanntes Tablet, genau. Das ist die LMC Home App, die kommt jetzt zu August diesen Jahres raus, ist dann downloadbar im iOS und Android Shop und die macht eigentlich, dass ich meinen Wohnwagen die ganze Zeit im Blick habe. Das heißt also, ich habe meinen Wohnwagen, also das hier der Tandero 510e, der hat eine Box verbaut und diese Box ist der Kommunikator zu meiner App und mit der bin ich jetzt verbunden und habe unterschiedliche Sensoren hier am Wohnwagen angebracht, die mir dann Informationen geben über die Füllstände, ob der Komfort okay ist, wie sicher bin ich gerade unterwegs. Und das ist für uns ganz wichtig. Also wir können hier jetzt, also wir haben die Sensoren Frischwassertank, Gastank, was haben wir noch? Reifendrucksensoren haben wir jetzt hier angebracht und können damit abchecken, ist denn alles in Ordnung? Passt mein Reifen? Reifendruck kann ich von unterwegs auf der App sehen, ob alles in Ordnung ist. Ja, wollen wir mal gucken, wie das aussieht? Ja, bitte. Also hier ist unsere wunderschöne 17 Zoll Alufelge, die leider nicht Serie ist, aber auf jeden Fall dazu buchbar. Das ist der Reifendrucksensor, der wird angeschraubt. Also vorher wird er verknüpft mit der App über einen QR-Code. Das ist wirklich total einfach. Dann sagt die App dir, okay, schraub ihn bitte jetzt an und dann verbinde ihn. Und damit habe ich dann direkt ein Kommunikationstool, was mir sagt, okay, Reifendruck okay oder nicht. Viele Leute haben ein bisschen Angst vor Reifenplatzer, weil sie natürlich wieder mal überladen gefahren sind. Ja, statt mit 1,5 Tonnen mit 2,5 soll vorkommen. Ja, ist so. Und bitte nicht machen, auf keinen Fall. Aber guckt dann bitte permanent auf den Reifen. Aber prüft auch bitte den Reifendruck. Viele fahren mit falschem Reifendruck. Das ist wirklich so. Dann, was richtig cool ist für die App, darf ich dir mal so eine Anwendung zeigen, die viele Leute mögen werden. Es gibt zwei. Ja, sag, also wo das, soll ich klicken? Es ist Winterlager. Die Temperatur könnte man auch auslesen über die App, oder? Wenn ja, müsste man halt den passenden Sensor einbinden. Einsetzen. Ja. Also die Sensoren, die wir jetzt hier haben, sind in unserem Standardpaket, was man dazu buchen kann, direkt inklusive. Also die Tandero-Baureihe hat die Box für die App in der Serie und Sensorenpaket zum Zubuchen. Und man kann aber natürlich auch über den LMC-Shop dann künftig immer mehr Sensoren dazu kaufen. Da gibt es auch Sensoren, die dann halt, die man variabel anbapseln kann, sage ich jetzt mal. Die sagen dir, ist meine Dachluke zu, zum Beispiel. Oder es sind meine Schubladen gesichert. Ja. Also so, dass man halt immer mehr und immer sicherer unterwegs sein kann. Und ja, es gibt ja Leute, die die Wagen im Winterlager zum Beispiel haben und dann doch das Wasser drin lassen, weil sie sagen, ich fahre wieder in zwei Wochen und dann geht die Heizung aus, dann wird man gewarnt. Also kenne ich das. Oder du könntest gucken, ob es deinem Hund gut geht. Also wenn der jetzt, nee, du bist am Strand, hast die Klimaanlage laufen. Nimmst du den Hund mit oder wie? Ja, es gibt ja Strände, da darfst du keinen Hund mitnehmen. So, dann willst du trotzdem mal hin, dann lässt du ihn halt mal drin, weil du anschließend 7 Stunden mit dem rausgehst als Belohnung. Müsste dann aber wissen, dass die Klimaanlage dann funktioniert und dann die Temperatur angeht. Ja, ja, ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich das könnte, wenn ich nicht wüsste, dass es geht. Ja, und da kannst du gucken, wirst alarmiert. Gibt zwar auch von Drittherstellern, aber hier alles auf einer App. Ist das auch wieder eine Sache Erwin Hümer Group? Also, ja, das ist eine Erwin Hümer Group Entwicklung,
also ein gruppenweites System, was dann natürlich auf die einzelnen Marken angepasst ist. Und bei uns funktioniert jetzt der Rollout so, wir starten im August mit dieser Version und dann im Laufe des Modelljahres kommen dann noch redaktionelle Inhalte dazu. Es kommt noch dazu eine Karte, wo sind unsere Händler und Servicestationen zu finden, was ja auch nochmal wichtig ist. Und so werden wir die weiterentwickeln und immer mit neuen Inhalten speisen. Kenne ich von EcoFlow. Die haben eine App für alles und alles, was dazukommt, ist in dieser App mit drin, sodass ich keine 19 App brauche. Ja, und dann installiert man die auch gerne. Ja, und das ist auch der Plan. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass wir nochmal die Control-App brauchen. Dann brauchen wir nochmal die Entertaining-App. Das wollen wir gar nicht. Also es soll schon eine App sein, die dann halt durch Updates halt immer ein bisschen aufgefresht wird. Heißt dann im Prinzip, wenn ich jetzt das Paket nicht mit drin hätte mit den Sensoren, wäre es immer noch hilfreich für mich dann, um zu wissen, wo zum Beispiel, wo die Händler sind und so weiter und so fort. Ja, klar. Ja. Und wenn ich dann das jetzt nicht dazu gebucht habe und ich sage jetzt so nach einem Jahr, das hätte ich jetzt ganz gerne, ist auch gar kein Problem. Das ist absolut leicht nachrüstbar. Ja. Tja, schön, alle Sensoren leicht einzubauen. Ja, wir schauen uns mal um. Jan, geh ruhig mal rein. Hast du schon reingeguckt vorher? Ganz cool. Ganz kurz. Ja, ganz kurz war schon zu lang, denn der erste Eindruck zählt nämlich, die ersten Sekunden, ein anderer Grundriss wieder. Du magst immer selber erkunden, weil die Nina weiß ja leider alles, das ist auch ihr Job. Was siehst du hier, was könnte das sein? Hier jetzt erstmal eine große, wie nennt man das, Sitzgruppe in dem Sinne, aber das hat eine Rundsitzgruppe, genau, wo man dann natürlich aus jedem Fenster einmal schön rausgucken kann. Das ist auch sehr gut. Des Deutschen liebstes Kind, die Rundsitzgruppe. Ja, die Rundsitzgruppe mit zwei Ecken zum Lümmeln. Wir haben ja schon festgestellt, wir sind ja die Eckensitzer. Und da kann man nochmal schön die Beine dann ausbreiten, genau. So, die Polster, wir haben es ja schon mit der Marina unterhalten, die sagt, Polsterstoffe, das Raumgewicht ist super, also das ist alles. Auch die Scheuerwerte sind total gut, also das ist auch wieder zum Thema Langlebigkeit. Also man jetzt wieder die schöne Lampe dann aus meinem Gesicht. Ja, richtig. Ja, das ist toll. Das ist die Schiene von Dometic, da kannst du alles an Zubehör machen, unter anderem diese schönen Lampen. Da wir hier auf einer Händlertagung sind, sind auch alle montiert. Und bleiben auch montiert. Genau, auf der Messe ist das ein bisschen schwierig, weil natürlich auch laufend zeigen, wie man sie abmacht. Und das Ganze ist aber so praktisch, dass ihr das fast überall auch in den Reisemobilen angebaut habt. Ja, wir nutzen es wirklich überall in unseren Modellen, weil wir finden, das ist einfach ein super Gadget für alle. Man kann sich halt individuell seine Spots hinsetzen, seine Steckdosen hinsetzen, wo man es gerade braucht oder einfach mitnehmen. Jan, du bist noch mal dran. Was haben wir gelernt? Was liebt der Deutsche am meisten? Die Rundsitzgruppe und guck mal da gerade aus. Das Bett. Ach genau, das. Oh, wie heißt Einzelbetten? Längs. Längsbetten. Längs Einzelbetten. Längs Einzelbetten. Okay. Ja, die Begriffe musst du noch alle lernen. Aber genau, das stimmt. So, und hier werden wir. Aber das Coole ist, dass wir eigentlich, wenn man mal drin ist, sind wir komplett barrierefrei. Also man muss erstmal reinkommen. Klar, das ist eine Barriere. Aber drin, da schätzen die Leute sehr, du hast keine Stufe. Der ist komplett stufenlos. Ja, das ist richtig. Haben wir wirklich drauf geachtet. Stufen gibt es hier gar nicht. Also nicht hochklettern. Aufbautür auch, ne? Breite Aufbautür, hier käme man mit dem Rollstuhl auch rein. Das heißt, wenn man eine schiefe Ebene machen würde. Wenn man dann da noch reinkommt zu den Einzelbetten, aber. Aber das Einzelbett kann ich dann auch als großes Bett umbauen? Ja, das ist Serie bei uns. Ja. Genau. Also man zieht dann einfach nur das Rollbrett nach vorne. Und mach mal. Mach mal. Das sind jetzt die Einzelbetten. Das heißt, ich habe zwei irre große Betten. Die sind 2 Meter mal 1,40 Meter Bettenmaß. Ist sogar noch ein Lattenrost. Ja, natürlich mit Lattenrost. Und dann hast du das Lattenrost. Und das Zusatzpolster. Oder das war's? Ja, das war's. Polster ist dann natürlich auch mit in der Serie dabei, dass man direkt was zum Drauflegen hat. So. Und damit hat man ja, also bitte, wie breit ist das Bett denn? Das ist doch wunderbar. Ja. Eine Liegewiese. Also besonders klasse ist natürlich Enkel oder Kleinkinder. Ja, ab in die Mitte. So. Wie war es bei dir? Haben die schon mal bei dir im Bett gepennt, die Kleinen? Du hast zwei Jungs, ja? Ganz regelmäßig, ja. Ja, ja, die kommen dann so meistens, oder der eine, der kommt immer so um 2:30, 3:00. Ja. Kenne ich, ja. Der, gut, der Oscar ist jetzt 11, aber auch der noch ab und zu. Ja, merkt man, dass die Männer älter werden. So. wenn sie auch ein Deo brauchen, spätestens dann kommen sie nicht mehr ins Bett. Ja, genau. So, jetzt mach mal hoch, mal gucken, was hier drunter ist auch und wie das geht. Denn ich habe schon berichtet in deinen anderen Videos, ihr habt zwei Gasdruckfedern, richtigen Stahlunterbau. Ja, einfach damit man da sicher das aufstellen kann, es nicht zusammenkracht. Habt ihr geprüft, auch die ganzen Ecken. Hier nochmal ein nettes Detail. Hier ist nochmal ein Profil an der Seite aus Aluminium, was aufliegt. Das ist das Ganze nochmal verstärkt. Auf der Seite nochmal irre viel Stauraum. Auch hier bitte die
Bitte? Das hier? Das ist ja für die Rollschiene. Das ist hier die Laufleistung, genau. Für das Rollbett. Schafft aber auch nochmal Stabilität, ja, auf jeden für Fall. Das Gesamtbett. Ja, auf jeden Fall. Toll. Und hier, wenn man hier drunter guckt, das ist richtige Schreinerarbeit. Ein ordentliches Lattenrost hier mit drin. Der Tacker war euch auch schon mal zu Gast, ab und zu in der Fertigung? Ja. Genau, tack, tack. Das ist so das... Das runter? Runter? Oder einfach... Nee, einfach fester runter machen. Ja, okay. Ja. Da gibt es so einen Punkt. Auch, es hält einfach. Ne? Und da ist dann auch die Aussparung für die Hände, dass wir es nicht gleich einquetschen. Übrigens, wenn es hier mal flackert, liebe Kinder, hat das was damit zu tun, dass hier oft keine Batterien verbaut sind. Das heißt, die sind sehr mäßig, hängen die nur am originalen Netzteil dran. Ja. Und also nicht wundern, das hat nichts damit zu tun, weil oft werden die Batterien erst dann verbaut, wenn der Kunde letztendlich sagt, ich will es jetzt haben. Das ist so, weil die Bleigel-Batterien oder AGM-Batterien, die gehen auch schon mal gern kaputt, wenn sie im Messezustand sind. So, das ist was ganz Besonderes. Bitte mal hinsetzen, Can. Vielleicht mal auf die andere Seite, sagen wir so nett. Dann habe ich so ein schönes Bild. Interior-Design im angesagten Japandi-Style. Was ist Japandi? Hast du schon gelernt? Das ist, wenn man den japanischen und den skandinavischen Style mischt, genau. Schwedisch. Richtig, sagen. Ja, genau. Stimmt. Haben sie gut gemacht. Und auch hier wieder die Dometic-Schiene, die wir auf der anderen Seite hatten. Also das hier ist ja wohl der Zwei-Personen-Grundriss, also auch für Oma und Opa und Enkel, oder? Ja, meines Erachtens auch. Ja. So, vorne kannst du alles umbauen. Wir haben ganz oft, habe ich, das ist zwar ein Frevel, diesen Tisch hier gar nicht mitgenommen. Den habe ich weggelassen, weil... Weil zu groß und wir uns einfach nur rumgelümmelt hatten, ja. Und das Thema Essen war draußen, da hat man einen Tisch fest. Das ist halt die Sache, ne? Ja klar, ist der Tisch hier total riesig. Manchmal sagen, oh, das ist aber auch schwer, sich hier so reinzufummeln. Aber wenn man hier dann auch vielleicht mit mehreren Personen sitzt, hat man halt auch ordentlich Platz, um ordentlich zu essen und hat nichts Kleines abgeklappt. Warte, ich komme mal zu dir, Nina. So, jetzt zeige ich mal gerade, das ist ihre Lieblingspose. Ja, wenn das ist aber überall sehr bequem. Also. Ja. Auch wenn man schön hier so ein bisschen, genau. Auch, ne? Ist hier die Breite, ist er breiter wie die anderen? Oder? Nein, ist genauso. Genauso. Breit. 2 Meter, was hat der? 20? 32. 32. Ja, 32. Also das handliche südeuropäische Maß, die Blickachse komplett offen. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ja, es geht halt darum, dass wir möglichst luftig auch, auch im Innenraum wirken möchten. Ne? Und du schaffst damit ein großes Raumgefühl. Du kommst rein und hast nicht das Gefühl, ich bin in irgendeiner Büchse, sondern du bist in einem wohnlichen Zuhause. Was du mitnimmst. Ja, ihr habt die Weltmeisterschaft im Hickey-Bauen gewonnen. Eine schöne Reihe da oben, oder? Also ich zähle es mal durch. Also ein großes Hickey, 2, 1, 2, 3 kleine Hickey. Hickeys kann man nicht genug haben und sie sind natürlich die perfekte Vorbereitung für die Klimaanlage. Es gibt super, hast du sie gesehen von Teleco, die Klimaanlage? 1200 Euro, eine Van-Klimaanlage. Da kannst du 2 drauf machen, weil die kosten dann so viel wie eine. Und du kannst genau den Schlafbereich getrennt klimatisieren. Hast es dann also runtergeschaltet mit ganz wenig Strom. Also das ist eine gigantische, ist eigentlich für Vans gedacht, also für kleine Kastenwagen. Die habe ich schon mal missbraucht, für auch tatsächlich für andere Sachen. Ja. Die Größe die gleiche ist? Ist die gleiche. Passt genau hier in die ganz normale 40er Dachluke rein. Also das ist toll. Dann auch hier die Küche. Also du musst ja immer gucken, ihr müsst die Kirche im Dorf lassen, was die Kosten angeht. Ja. Das Design hier kriegst du bei Wettbewerbern für 15.000 Euro mehr. Ja, das ist so. Schön hier bei LMC, oder? So ähnlich. Jetzt beschreib nochmal. Ich habe dir eben, ich habe dir den Teppich ausgeholt, habe gesagt, ihr seid der Premium-Hersteller. Du hast gesagt, nee, sind wir nicht. Wir sind mehr Mainstream. Ja. Mainstream. Und da bist du auch stolz drauf, dass sich die Familie das noch leisten kann. Ja, das ist halt das Passende. Ne? Also wenn wir jetzt in der Sassino-Baureihe starten, da sind wir wirklich im Einstieg und gehen dann halt etwas höher. Also hier sind wir in der drittwertigsten Baureihe, also in dem Tandero. Und das ist was man sich dann schon auch nochmal leisten kann. Drittwertigst, das klingt so wie dritte Klasse. Nein, so ist das natürlich nicht gemeint. Also wir haben die Einsteigerbaureihe Sassino, danach kommt der Style, der schon ein bisschen mehr hat und dann kommt der Tandero, in dem wir jetzt sitzen und dann geht es so weiter mit dem Videro. Ach, die Videro ist das praktisch wieder den Wettbewerbern, die haben ja irgendwelche, ich sag mal, Musiker, wo es nach oben geht und so. Das ist bei euch so ähnlich. War doch auch bei uns. War auch genau. Bei euch, okay. Ja, es geht dann ein bisschen weiter nach oben. Also in der Videro-Baureihe haben wir eigentlich das gleiche Design wie in der Tandero-Baureihe. Das guckt ihr euch bestimmt gleich auch nochmal an. Aber mit noch mehr Komfort. Das ist dann die Komfort-Baureihe, die aber vom Design her
dem Tandiro angeglichen ist. Jan, stell dich mal bitte neben den Kühlschrank und dann schauen wir mal wieder. 1,76 Meter und es langt nicht. Gut, der ist nicht ganz am Boden, wenn er angeschlagen ist. Aber ihr habt. Aber er ist schon sehr groß. Das ist ein Kühlschrank, für den müssen wir mal die Lanze brechen. Eine Eigenentwicklung der Erwin Hümer Group. Made in China. Und das ist ja nichts Schlimmes, weil das iPhone kommt ja auch aus China. Ja, da ist. Du musst den Chinesen nur sagen, was du willst, welche Qualität du willst. Die bauen dir, was sie wollen, oder? Ja, wenn sie es dann auch liefern, ist auch super. Aber der ist wirklich klasse. Ihr habt Tests gemacht, ihr habt die Lautstärke beurteilt, was ganz wichtig ist, weil hier schlafen ja auch Leute direkt daneben. Der Kompressor muss leise sein. Ja, der Kompressor muss leise sein und das ist er aber auch. Also natürlich gibt es immer ganz, ganz empfindliche Personen, das können wir auch verstehen. Aber der Kompressor hier ist einfach echt eine super Sache. Also er hält die Temperatur gut im Vergleich zu einem Absorber. Ich musste mir da gar keine Gedanken machen, einmal auf Temperatur gebracht und das geht halt super schnell. Also er kühlt sehr schnell, hält er. Ja, Stromverbrauch ganz wichtig, die Dämmung, all das. Ich habe den das erste Mal gesehen, ich habe einen riesen Schreck bekommen und gedacht, mein Gott, da ist kein Schild dran. Und siehe da, es war in einem Erwin Hümer drin. Und dann habe ich so gelacht, weil der kam mir so bekannt vor, der Kühlschrank, so ein ähnlicher. So, bitte mal öffnen, integrierte Kleiderschrankbeleuchtung, neben rechts dran. Kleiderschränke, jetzt muss ich mal gucken. Aha. Ist das der Kleiderschrank hier? Das ist einer der Kleiderschränke, ja. Eine Kleiderschränke. Gucken wir gleich mal weiter, denn es gibt ja jede Menge Stauraum. Viel wird ja mit Euroboxen gemacht mittlerweile. Also Leute packen die unter die Truhen, unter die Betten und so weiter drunter. Aber hier siehst du großer Kleiderschrank mit einer Erfindung, die es demnächst im Shop gibt bei LMC. Einer magnetischen Lampe, die automatisch an- und ausgeht. Zeig mal bitte. Magnetisch? Ja, nimm sie runter. Krass, oder? Sag mal, wenn ich da mit einer Bodenwelle fahre, dann ist sie noch dran. Natürlich ist sie dann noch dran. Wir testen ja unsere Fahrzeuge alle auf der Teststrecke. Das heißt, die fahren 300 Runden über eine richtig, richtig krasse Rüttelstrecke mit 1000 Schlaglöchern drin und simulieren somit eine Strecke von 300.000 Kilometern. Und was da nicht hält, wird nachjustiert, bevor es überhaupt gibt's, auf den Innenhandel geht. Gibt es übrigens ein Video zu. Und da könnt ihr das Ganze mal anschauen. Also dieses Licht hier ist so sensationell. Es stand leider kein Hersteller drauf. Gibt es aber eben dem nächsten Originalteile-Zubehörshop von LMC. Dann gehen wir mal rüber, das Badezimmer. Und auch hier habt ihr euch ein bisschen was einfallen lassen. Der ist jetzt ohne Dusche, denn gerade dieses Fahrzeug wird selten mit Dusche verlangt. Leute gehen auf Campingplatz zu duschen, gell? Ja, das ist so ein typischer Grundriss, mit dem Leute auf den Campingplatz gehen und da das Duschhaus nutzen. Und auch das wird ja jetzt immer mehr und immer besser ausgebaut. Also es gibt Familienbadezimmer, die du dir da privat dann mieten kannst, die nur für dich sind. Und dann ist es halt die Frage, was bin ich für ein Typ? Brauche ich überhaupt das Duschpaket oder brauche ich es nicht? Ja. Sonst hast du mehr Platz, du hast nicht die Sachen. Und geh ruhig mal rein, John. Denn ganz wichtig ist ja, wenn man sich dann mal schminkt, braucht man ja mehr Licht. Habt ihr mehr Licht? Genau, ein weiteres Licht, was ich einmal kriege. Da, ein Schalter. Au! Es werde Licht. Weil ich wollte gerade sagen, wenn du dich hättest so schminken müssen, das wäre lustig. Würde ich mich auf jeden Fall sehr schön finden. Stimmt, ja. Dann zwei Spiegel, du kannst von allen Seiten betrachten und es erweitert den Raum nochmal massiv. Ja, richtig. Deshalb haben wir die Spiegel so weit runtergezogen, auch große Spiegel verwendet, einfach damit man auch wieder ein gutes Raumgefühl bekommt. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Viermal Jan habe ich gerade auf dem Video. Oh nein. Eine langt mehr, so, zumindest von den Kosten. So, jetzt mal gucken, was wir da haben. Nee, nehme ich zurück. Jeder Euro in deiner Entwicklung hat sich gelohnt, wie man sieht. Großer Schrank und das liebst du. Also du hast ja direkt alle Schränke kopiert bei unserem Reisemobil. Nein, die hast leider auch du schon blockiert gehabt. Echt? Das hätte ich geliebt. Ich habe das Handtuch über die Schränke gelegt. Ja. Und das Handtuch kannst du hier natürlich, darf ich mal einmal hingreifen? Ja. Hier ist eine Stange drunter, vielleicht kannst du die nochmal besser zeigen. Genau. Mach nochmal auf, dann kannst du es vielleicht besser. Zum Trocknen. Hier ist die ganz besser. Da ist die Handtuchstange auch drunter gebaut. Auch der Möbelbau fährt über die Rüttelstrecke bei euch oder sind die leer? Nein, dann wäre es ja easy. Natürlich, nein, der Möbelbau wird dann natürlich getestet. So, sehr schön. Also ich werde euch irgendwann mal besuchen kommen in der Fertigung. Das stimmen wir vorher ab. Must-have. Must-have, was ist das? In der Bar. Einfach nur, damit man, ich würde meine Schminksachen da reinmachen und dann muss man eben nicht immer alles rausnehmen und es überall hinstellen. Ich habe ja gesagt, die Welt gehört den Frauen. Ja. Das ist, so ist zumindest mal im Badezimmer. Wobei viele Männer länger brauchen wie Frauen. Ist das so? Ja, soll es geben. Ah, ist bei uns anders. Sag meine Frau immer. Sag du mal. Ja. Komm raus, sagt sie immer. Ja? Ja, gut, sie kloppt, ob ich noch lebe. Dann ab und zu. 3 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung.
Wo ist denn die Piezo? Ach, drücken, oder? Ja, dann, drücken. Genau, drücken. Und eine, oh ja, einigermaßen große Spüle. Also ja. die ist schön tief und könnte ein Tanken größer sein. Aber ja, aber wo soll sie denn dann noch hin? Also wir müssen ja auch schon irgendwie gucken, dass man gut Platz schafft und das noch gut handeln kann. Und mal ganz ehrlich, wenn wir hier in so einem Grundriss sind, wo wir gerade schon gesagt haben, da geht man auf den Campingplatz mit. Da hat man ja auch seine Spülbecken, die man nutzen kann. Gott, ich wollte ja nur mal irgendein Argument bringen, dass ihr seht, dass nicht alles... Die einen sagen zu groß, die anderen sagen zu klein, das ist ja Geschmackssache. Deswegen habt ihr mehrere Grundrisse und ihr habt ja auch so Profi-Wohnwagen, also die auch von Leuten bewohnt werden, 365 Tage im Jahr, Doppelachser. Auch in das Geschäft seid ihr eingestiegen und da gelten ja andere Richtlinien. Ja. Können wir gleich mal gucken. Das hier ist tatsächlich ein Schrank. Also das ist, man glaubt es kaum, grifflos. Mit 3 Scharnieren, auch mit kleinen Dämpfern drin. Ja, und auch schwer. Also man fühlt hier auch, so, sorry, ich wollte jetzt nicht die Kamera kaputt machen. Man fühlt hier halt auch, ne, es ist qualitativ ordentlich, es zieht an, wie ihr es hört. Und es fühlt sich halt auch massiv an, obwohl es trotzdem leicht ist. Ne? Also. Sag mal, die Händler, wenn ihr die Wohnwagen ausliefert, die müssen noch 5 oder 10 Tage nacharbeiten? Oder ist das, sind die, ja, habe ich so gehört. Also, da müsstest du mal mit einem Händler quatschen, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber die kommen. Machen ja immer eine die Händler machen immer eine Anlieferungsdurchsicht und schauen, ist das Fahrzeug, was bei uns angekommen ist, so wie es das Werk verlassen hat. Manchmal passiert ja auch was auf dem Transport. Mhm. Und diese Rückmeldung bekommen wir dann natürlich zugespielt und eigentlich sind wir da wirklich richtig gut. Es geht ja darum, es kann immer mal was passieren. Die gehen dann durch und markieren zum Beispiel Sachen, die Endkontrolle vielleicht nicht gesehen hat bei euch. Also wenn da ein kleines Kratzerchen irgendwo ja. ist, dann haben die, glaube ich, ein paar Tage Zeit, nach dem Öffnen zu gucken, ist da alles fertig und ansonsten gilt er als übernommen, richtig? Ja, da gibt es Regelungen, die kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Ist nicht schlimm. Also das ist so, der Händler selber ist immer was. Also du hast dann, was weiß ich, die Tür aufgrund des Transports muss immer neu eingestellt werden, die man übrigens auch einstellen kann. Es muss noch mal was nachgezogen werden. Ja, genau. Muss was nachgezogen werden. Mhm. Wobei hier, das wundert mich, also ihr scheint eurem Möbelbau zu vertrauen, denn ihr habt 3 feste Scharniere, die sind auch zu. Und bitte mal die Tür schließen, dass wir mal gucken, wie schön die zugeht. Nina schwitzt. Nee, passt. Ob du hinaus willst. Also, nee, Spaltmaße. Große. Ach so, ja. Ja, Spaltmaße ist natürlich immer ein Thema, aber das kontrolliert unsere QS auch. Also bevor ein Fahrzeug rausgeht, geht unsere QS da durch und guckt halt auf Spaltmaße. Ist da alles ordentlich so, wie es sein soll? Ist irgendwo ein Hängeschrank, Klappe schief oder sowas? Also das wird schon kontrolliert natürlich. Das sind jetzt besonders schön gebaute, muss man sagen. Der Endkunde kriegt die ja nicht, oder? Und der natürlich. Kriegt die auch. So. Ja, klar. Okay. Weil hier auf der Händlerausstellung nehmt ihr nur die A-Stücke und die B-Stücke? Nee. Wir nehmen die fertig geworden sind. Gut. Ist wirklich so. Das heißt also, die kommen so, ja, ist ja immer so, du willst dem Händler was zeigen. Teilweise sind die ja erst, wirklich, haben wir eben schon gesagt, eine Sekunde vorher fertig geworden. Also so kommen die mit diesen Spaltmaßen hier, das kann man ja ruhig mal zeigen. Die sind eben von oben nach unten, die rollen so vom Band und wenn mal was ist, da ist der Händler gefragt. Ich glaube, das ist auch wichtig, Schulungen, habt ihr immer wieder was Neues, du hast eben die Box erwähnt, da wäre es ganz gut, wenn die wüssten, was das ist, oder? Ja, das ist richtig, also die kriegen das hier jetzt natürlich jeden Tag auf der Händlertagung, kriegen die eine Schulung in der Mittagszeit, wo wir Sachen erklären, aber auch der Vertrieb macht Schulungen mit den Händlern und auch der Kundendienst macht Schulungen. Also, Nina, vielen Dank, komm, lass uns mal rausgehen, wir filmen nochmal die technischen Daten ab, denn es gibt noch ein bisschen was zu zeigen, mal sehen, wann du das Handtuch schmeißt. 4 Stück haben wir schon gefilmt, Tandero 510E. Ist wahrscheinlich ein wichtiges Produkt, der 510er bei euch, mit den 2 Längsbetten und der Rundsitzgruppe. Definitiv, also der 510E und der 500E sind die ersten beiden Tandero-Grundrisse, die wir 2020, also Modelljahr 21 gebracht haben. Mit denen sind wir ins Rennen gegangen. Der 500E ist eigentlich der gleiche, nur andersrum. Und die sind schon gut. Brot und Butter, so kann man ja sagen. Also Leute, die einen solchen Grundriss kaufen, machen nichts falsch, was auch den Wiederverkaufswert angeht, denn das ist wirklich verlangt vom Markt. Rundsitzgruppe, 2 längs Einzelbetten, gerade Bodenplatte ohne Stufen, all das wollen die Leute haben und helles Holz natürlich, ja, im Jahr 2023 und hier ein sehr wohnliches, also hier den Style ganz vorne habt ihr den ja ausgelebt bis zum geht nicht mehr, hier ein bisschen zurückgenommen, oder? Ja, sehr zurückgenommen, so dass jeder halt individuell noch seine Akzente setzen kann. Ja, wir haben heute den 18. Juni 2023, wir sind in der Nähe von Sassenberg wo sind wir? In Reda. Ich kann mir den Namen nicht merken, Reda. Ich weiß nicht warum. Aber es ist direkt an der A2. Es ist direkt an der A2 in der Messehalle. Tschüss euch beiden. Ciao. Ciao.